Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf meinem Kanal. Ich bin der Mike, schön, dass du wieder mit anwesend bist. Ja, ich habe im Off-Modus hier mal ein bisschen das Ganze modifiziert. Ihr seht schon, wir liefern jetzt auch Werkzeuge in Richtung Paris. Und zwar haben wir das so gemacht, dass wir hier den Stahl ran schaffen an den Hafen. Den Stahl geht hier oben hin. Da oben bekommen wir das Werkzeug wieder zurück. Die hat sich mittlerweile ausgebaut auf Level 2. Ja, man sieht schon, hier liegt jetzt einiges schon rum. Auch Mike City hat das Ganze vergrößert. Der hier wartet noch ein paar Minütchen. Ja, das hier sieht nicht gerade so schlimm aus mit den Passagieren. Gut, ich denke, wir werden jetzt hier hinten mal die Ölquelle umsetzen, dass wir die umsiedeln. Weil das passt hier alles noch relativ gut. Ja, die Ölquelle wollen wir hier hinten hinhaben. Und damit ich das machen kann, dass wir die auch mit Zügen nachher bestücken können. Wir können den Bahnhof hier oben hinsetzen. Zwar, ich weiß nur nicht, wie gut wir hier dann noch reinkommen. Ich habe mir die Gedanken gemacht, dass wir so hier unten hinsetzen können. Ist jetzt meiner Meinung nach nicht die sinnvollste Art, weil wir hier wahrscheinlich dann noch zwei Ölquellen mehr am Schluss endlich haben werden. Darum die Alternative wäre, dass wir die so hier hinsetzen. Wie hier ran. Sie sehen vielleicht gerade noch angeschlossen bekommen. So. Wir können da natürlich auch erst eine Straße hochziehen. Ja, hier gab es dann noch ein Update seines Urban Games. Das war anscheinend nicht so ideal. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Das besser hinbekommen. Und den nämlich auch hier dran. Dann mal schauen hier. Das geht natürlich auch nicht wirklich. Autosave, deshalb ging es nicht. So, gut, jetzt ist die Frage, wenn wir hier den Bahnhof hinsetzen. Gut, jetzt ist natürlich das hier wieder im Weg. Ja, so hätten wir hier den Anschluss eben schon. Den tatsächlich hier hinsetzen. Einfach aus dem Grund, dass wir hier dann mit den Schienen raus können. Wir können ja hier mit den Schienen hier unten rausgehen. Hier anschließen. Wir können aber auch hier oben hingehen. Was meiner Meinung nach vielleicht noch Sinn machen würde. Weil wir hier dann sogar noch. Ja. Den Schienen auch nach da oben hin können. Mal
gucken, wie wir dann hier das Vorfeld hinbekommen. Müssen wahrscheinlich hier dann auch weiter vorne raus mit den Schienen, denn das müssen wir wahrscheinlich eh nochmal umbauen. Habe ich so das Gefühl. Wir müssen ja erstmals auch hier rauskommen. Gut, da würden wir rüberkommen. Gut, aber ich will ja jetzt erstmal hier diese Fabrik da oben hinstellen. Die Frage ist, Fahrzeugen. Ja gut, die haben ja gesagt, dass die erhalten bleiben sollen. Meine Frage, kriege ich hier nicht eine breitere Straße hin? Der wir da besser arbeiten können? Ja doch, wir kriegen es eigentlich hin. Wenn wir es richtig machen. Kriegen das sogar hier angeschlossen. Sehr schön. Ja, jetzt kommt die Meldung immer wieder. Super. Dann wartet die bitte mal. Gut. Ein zweites Stall, eine zweite Ölquelle. Und jetzt versuchen die Ölquelle hier hinten hinzusetzen. Weiß dann eben nicht, ob wir da dann irgendwie rankommen. Wir können die ja auch hier ransetzen. So hier hin. Die Straße brauche ich hier nicht. Ja, wir haben es ja sogar hier unten das Teil dran. Sehr schön, dann können wir das hier einstellen. Und hier drüben müssen dann einfach mehr Fahrzeuge rauf. Also das heißt, wir nehmen hier einfach die, koppeln hier diese Linie von da hinten. Das machen wir kurzerhand so, dass wir hier gleich mal alle wegnehmen. Von hier, jetzt muss ich hier wieder schauen, da rein. Ja, jetzt gehen sie natürlich hier rein. Wir könnten natürlich auch hier oben rein. Die hier mal so ein Teil ran. Hier verwalten. Wir wollen oben rein und raus. Und ebenfalls da. Dann solltet ihr hier vielleicht auf die 3 gehen. Na gut. Wir können es auch auf die 2 lassen. Ich gehe mal auf die 4 hinten. Hier ist nämlich da hinten, dann kehren sie hier einmal und gehen wieder raus. Wir haben hier im Moment viele Fahrzeuge drauf. Ich brauche die Fahrzeugverwaltung. 30 Fahrzeugen, das sind glaube ich hier relativ viele. Nehmen hier mal 10 Stück runter. Ich mal sagen, so rein um den Dreh rum, weil ich glaube, ansonsten werden wir hier nur die Straßen verstopfen. Gut, dann kommt das Teil hier weg. Das hier lassen wir, das können wir ja hier an die Stadt anbinden.
Gut. Dann müsste hier nämlich einfach die zweite Fabrik. Ja, sie fängt schon an zu arbeiten. Das ist schon mal relativ gut. So, dann wir hier auch dementsprechend mehr Kapazität haben. Was wir da natürlich machen können, ist die Autobahn ausbauen. Man sieht schon, jetzt kommt richtig Verkehr auf. Deshalb will ich hier schnellstmöglich den Zug installieren. Was sind hier für Fahrzeuge, die veraltet sind? Sehr schlecht. Baumaterial. Okay, die wurden nie gewartet, sozusagen. Was haben wir noch? Ja, das sind mehr die Baumaterial. Ja, der Zug wäre auch schon mal fällig. Den können wir eigentlich auch ein bisschen warten. Die beiden. Ja, man sieht schon, jetzt geht es einfach da runter. Wir geben ein bisschen Geld aus, um die Wartung durchzuführen. Der hier könnte man auch. Die hier sowieso, da Duisburg. So. Das ist eigentlich hier nur noch der hier. Die drei. Das eigentlich auch seinen Zweck erfüllen. Ja, hier sind schon etliches mehr an Öl, das jetzt rumliegt. Ich glaube, naja, ich muss hier auch wieder auf Fortschritt einstellen, sonst bekommen wir nie neue Fahrzeuge. Ich glaube, wir haben auch noch keine neuen LKWs bekommen. Ja, doch, die hier. Das sind die Opel Blitz Tankwagen. Die hier 14 Kapazität. Die haben 21. Ja, können wir ersetzen. Das machen wir jetzt mal. Kommt hier nämlich auch schon wieder mehr weg. Hier haben wir auch schon mehr an. Ja, an Rohöl oder beziehungsweise Öl. Das hier mit LKWs funktioniert eigentlich relativ gut. Könnten wir aber auch ersetzen. Durch die hier. Stellen hier noch die Wartung auf Mittel. Gut, würde ich mal sagen, wir bauen hier die Zugstrecke weiter, dass wir hier mal das ganze Zeug hier wegbekommen. Weil hier soll dann die Autobahn hier noch hoch nach Duisburg und nach Wien. Hier nach drüben. Dazu wäre eben sinnvoll, wenn diese Straße dann wegkommt. Hier sind halt schon Sägewerke dran. Das hier können wir dann auch noch versuchen anzubinden. Aber wahrscheinlich relativ schwierig. Die Frage ist, ich die hier gerade baue, die Gleise. Komme ich hier einfach mal temporär noch da rein? Eigentlich ja.
Kurve wird halt nicht mehr so schön. Aber primär würde es mal gehen für den Anfang. Ich frage, jetzt komme ich hier irgendwie besser rüber. Ja gut, mit 72. Sogar hier rüberkommen. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das würde auch gehen. Gut, ich möchte, dass wir die hier mal weiterbauen. Gerade möglichst da hoch. Das wird das Öl, also das Rohöl auf die Schienen bekommen. Möglichst schnell. Mal ins Tunnel. Wir sagen, das passt schon mit der Kurve. Oh, Metroliner, okay. Ja, da sind wir aber nicht dran, das gefällt mir dann eher nicht. Warum hier jetzt die Schiene nicht angelegt wurde, keine Ahnung. Gut. Was hier im Tunnel versuchen noch mal die Kreuzweiche zu machen. Ja gut, ist jetzt nicht sehr schön wahrscheinlich, aber besser als gar nichts. Da verändern wir wieder diese Zwergsignale. Da will ich jetzt hier mal effektiv. Jetzt dachte ich gerade, wir haben wieder ohne Oberleitungen gebaut. Ja, hier müssten wir die Kreuzweiche wahrscheinlich da zwischen den Straßen machen. Ich glaube nicht, dass ich die hier reinbekomme. Ich würde mich sehr wundern, wenn das geht. Ja, eben, Steigung zu groß. Ja, geht nicht. Du liegst Kreuzweiche halt hier vorne, spielt ja gar keine Rolle. Das Maximale, was ich hier rauskriege. So. Dann machen wir hier aber das Signal hin. Da brauchen wir eigentlich das Signal da vorne, aber nicht. Das ein bisschen weiter nach vorne setzen. Ja, natürlich mache ich immer gerne die Signälchen noch hin. Gut, jetzt ist das, was mir hier noch fehlt, ist das Zufahrtgleis. Das brauchen wir natürlich auch noch. Das müssten wir eigentlich von hier her holen. Ja. Da sieht man schon, da haben wir halt den Bahnhof im Weg und diese Gleise. Plus da ist noch der Flughafen. Die landen hier, ja genau, die landen eben hier von der Seite her. Das heißt, die Schienen müssen wir irgendwie anders umlegen.
würde hier sogar sagen, wir gehen hier mit der Eisenbahn unter die Erde. Und zwar, dass wir hier das Ganze da vorne irgendwie machen. Dass wir hier unten durchgehen. Relativ gerade. Dann können wir hier oben nämlich durch. Und wir können hier unten dann auch mit dem Zufahrtsgleis raus. Mit dem Ganzen hier unten rein. So, das irgendwie so machen. Das jetzt mal bis hier hinnehmen. Das wäre eigentlich meine Idee, die ich hätte. Dass wir hier unten durchgehen. Das Ganze schauen, dass wir hier hinten dann reinkommen. Tunneleinfahrt hier. Das würde eigentlich auch genügen. Da ist ein bisschen ein größerer Umbau. Ah, das kann man hier sogar mit den Schienen auch machen, den Radius oder gerade bauen. Sehr schön. Ich würde sagen, das rüsten wir sogar noch die 200 km/h auf oder mindestens auf die 160. So, jetzt müssen wir hier noch schauen, dass wir da wieder rauskommen. Straße müssen wir hier ein bisschen anders bauen. Das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es Spaß gemacht und dann hoffentlich sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Bis dann. Tschüss, euer Mike.